Live-Pop im Staatstheater, hoch über den Dächern von Mainz. Im Rahmen der monatlichen Reihe Kassettendeck E trifft U gab es Britpop aus dem Herkunftsland und Indie-Folk aus Mainz auf die Ohren. Big Skies und Ghost of a Chance spielten am Samstagabend auf Deck 3. Ich laufe immer unten an dem Theater vorbei und sehe das Deck 3 immer dran. Ich war noch nie hier. Es soll hier eine Konzertreihe geben und ja, ich bin gespannt. Nothing ever just turns out. And if you are, why don't you care? Dankeschön, vielen Dank. Es ist sehr schön, heute Abend im Staatstheater zu spielen. Es ist natürlich eine Premiere für mich. Und gerade diese Reihe vom Kassettendeck, schon viel drüber gelesen, leider ist es noch nie vorher geschafft. Man kann von hier über die ganze Stadt sehen. Deshalb denke ich, es ist ein ziemlich besonderer Ort, um hier aufzutreten. Wir nutzten die Gelegenheit zu fragen. Wie kam es eigentlich zu den Bandnamen? Also in erster Linie, das ist ein feststehender Ausdruck, der so viel bedeutet wie der Hauch einer Chance. Und das hat mich irgendwie inspiriert, weil es so was Kämpferisches hat irgendwie. Und außerdem gibt es noch einen Roman von einem Schriftsteller namens William Burroughs, der mir sehr am Herzen liegt sozusagen. Und der klingt so ähnlich, der heißt nämlich Ghost of Chance. Wir suchten etwas, das bestmöglich unseren Sound traf. Big Skies kind of feels expansive. Und um was geht es den Künstlern eigentlich bei ihrer Musik? Ich mache wirklich einfach aus Leidenschaft Musik. Also seit ich denken kann, war mir Musik einfach mit Abstand das Wichtigste im Leben. Aufzutreten ist ein Adrenalinrausch, nachdem man irgendwie süchtig wird. Es ist auch eine gute Möglichkeit, einen Kater wieder loszuwerden und dann ist alles wieder in Ordnung. Die Konzertreihe entstand in Kooperation mit dem ASTA der Johannes-Gutenberg-Universität und der Mainzer Künstleragentur Musikmaschine. Die Besucher genossen es auf Deck 3 sichtlich. An sich die Location ist, glaube ich, so für mich Mainz schönste Location. Deshalb war ich auch mal sehr gespannt, hier zu sein. Sie bei den Dächern und so, ich finde, es hat eine sehr schöne Atmosphäre und auch mit diesem Beamer nach außen ist schon was sehr Besonderes. Ich habe schon mal von der EP gehört, der Band, also von Big Skies. Und deswegen habe ich meine Freundin mitgeschleppt und ich habe schon von der Veranstaltungsreihe gehört, dass es ziemlich cool ist wegen dem Ausblick. Ja, und deshalb wollte ich mir das mal angucken.